ich wollte es dir die ganze Zeit sagen. Was? Dass du plötzlich lesbisch geworden bist? Oh, nicht so wichtig. Ich wollte es dir einfach nicht am Telefon sagen. Ich habe versucht, dir zu schreiben, aber das war mir auch zu unpersönlich. Und vorhin aber eigentlich genau der richtige Moment. Da rief ausgerechnet Inge an. Jetzt sind also die anderen schuld, ja? Verdammt, sag mal. Ich wusste doch ewig selber nicht, was eigentlich mit mir los ist. Glaubst du, sowas passiert einfach von heute auf morgen? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich dachte, wenn sowas Wichtiges in deinem Leben passiert, dass du mir sowas sagst. Aber ist ja nicht das erste Mal, dass ich dir egal bin. Das bist du nicht. Ich habe damals noch gedacht, Papa und du, ihr beiden kommt wieder zusammen. Und wenn ich daran denke, wie lange du mir was mit Raul vorgespielt hast. Wo bist du hin? Es gibt Mütter und Töchter, die sind wie Freundinnen und können sich alles erzählen. Marie. Nein, ich habe es so satt. Dieses ewige Hin und Her, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Marie selten so wütend erlebt. Aber sie hat recht. Ja, aber sowas kannst du auch nicht am Telefon besprechen. Ich meine, du bist hier in Köln und sie in Cambridge. Da hättest du schon zu ihr fliegen müssen. Aber genau das habe ich nicht getan. Wie denn auch bei dem ganzen Chaos? Das ganze Theater mit dir, mir und Raul. Sie hat mir endlich wieder vertraut. Anscheinend geht das Leben einer Mama mich nichts mehr an. Du weißt es doch auch schon länger. Ich wohne hier. Super. Sie hat sich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Ich war einfach zu feige. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es auch ganz andere Gründe geben kann, warum Maria zu sauer reagiert? Ich meine, wenn die eigene Mutter auf einmal mit einer Frau zusammen ist, dann kann er das schon ganz schön überfordern. Darum geht's nicht. Mich nervst du, dass Mama sich nicht getraut hat, mit mir zu reden. Sie wollte dich doch nicht bewusst hintergehen. Sie hat nur auf den richtigen Moment gewartet, um mit dir zu reden. Und wann wäre der gewesen? Zu Weihnachten oder doch erst nächstes Jahr zu Ostern? Jetzt sei nicht ungerecht. Ich? Und dass sie mich aus ihrem Leben ausschließt, ist das aber gerecht? Deine Mutter ist gerade dabei, sich selbst zu finden. Und da steht ihre Tochter vielleicht nicht gerade an erster Stelle. Sie darf sich Zeit nehmen, um mit ihrem Lesbischsein klarzukommen und ich soll einfach so schlucken? Marie, kann es sein, dass du ein Problem damit hast, dass es um eine Frau geht? Lange ins Krankenhaus? Spätschicht. Und du? Schaust du nachher noch mal bei Kerstin vorbei? Bestimmt nicht. Inge hat mir erzählt, dass du ein Problem damit hast, dass deine Mutter jetzt mit einer Frau zusammen ist. Was heißt denn das Problem? Naja, du scheinst nicht besonders glücklich darüber zu sein. Wie kann das denn sein? Ich meine, sie war mit Papa verheiratet. Und dann kam Raul. Wie kann man dann plötzlich feststellen, dass es alles nicht das Richtige war? Ich denke, man sucht sich nicht aus, wie man liebt. Manchmal habe ich das Gefühl, sie macht das mit Absicht. Dieses ewige Beziehungschaos. So ein Quatsch. Und jetzt tu mal nicht so, als ob Raul der ideale Stiefvater für dich gewesen wäre. Deine Mutter hat ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und so wie es aussieht, ist sie das. Okay, das verstehe ich, ja. Aber warum sagt sie mir sowas nicht? Das wird sie. Schau, du, Steve und Alina, ihr lebt jetzt in Cambridge. Das ist deine neue Familie. Und deine Mutter wird sich auch nochmal ein neues Leben aufbauen. Aber du gehörst dazu. Das weiß ich. Espresso. Entschuldigen Sie bitte. Wiedersehen. Tschüss. Du bist halt irgendwie nicht ganz du selbst. Mhm. Hey, ich kann bestimmt für ein paar Tage zu Heidi ziehen. Und wenn alle Stricke reißen, dann gehe ich ins Hotel. Nix da. Du wirst nicht das Feld räumen, nur weil Marie bockig ist. Du gehörst doch zu mir. Wenn Marie nicht akzeptieren kann, dass ich jetzt mit einer Frau zusammen bin, dann werde ich nicht so tun, als wäre es nicht so. Kerstin, ich weiß doch, wie wichtig dir Marie ist. Ich möchte nur, dass es dir gut geht. Ach, das renkt sich schon wieder ein. Ich rufe sie jetzt einfach mal an. Ich bin mir sicher, dass sie sich inzwischen schon wieder abgeregt hat. Sie braucht einfach immer ein bisschen mehr Zeit. Also erst möchtest du es ihr partout nicht am Telefon sagen. Und dieses Gespräch möchtest du jetzt am Telefon führen? Du hast mal wieder recht. Ich werde später mal zu ihr gehen. Mom. Es tut mir so leid. Ich habe das alles nicht so gemeint. Ich war nur... Soll ich überfahren?
Ja. Es tut mir leid. Ich wollte es dir persönlich sagen. Ich wusste einfach nicht, wie. Ist doch alles so neu für mich. Bist du denn glücklich? Ja, sehr. Ich liebe Juliette. Das ist das Wichtigste. Sie ist toll. Du wirst sie mögen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn wir uns auf das gesehen hätten, wäre das alles nicht passiert. Ich weiß. Aber es wird sich ja jetzt ändern. Die Verbindung von Frankreich nach England ist sowieso viel besser. Wieso Frankreich? Juliette und ich, wir gehen dahin. Wir wollen da... Und wann, wenn ich fragen darf? Morgen Abend. Marie, ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Marie! Nein, tschüss! Ich bin dabei, meine Tochter zu verlieren.